Mein Name ist Benjamin von Fragfina und in unserem heutigen Video sprechen wir über die Rentenversicherung der Condor als Nettopolice. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Bevor wir mit dem Review starten, ein kleiner Disclaimer. Alle Daten sind mit größter Sorgfalt recherchiert und basieren auf den aktuellen Angebotsberechnungen der Rechentools der Versicherung sowie den aktuellen allgemeinen Versicherungsbedingungen. Doch trotz größter Sorgfalt können wir nicht ausschließen, dass uns an irgendeiner Stelle ein Fehler unterlaufen ist. Sollte euch etwas auffallen, dann gebt uns gerne einen kurzen Hinweis. Darüber hinaus kann dieser Test nur einen allgemeinen Überblick verschaffen und ersetzt keine auf die individuelle Situation zugeschnittene Beratung. Doch damit genug der Vorrede, lasst uns gleich ins Thema einsteigen. Im Rahmen unseres Nettopolicen-Tests haben wir uns mit Rentenversicherung als Nettotarif von verschiedenen Anbietern auseinandergesetzt. Dabei haben wir uns in Summe 20 Detailkategorien angeschaut, die sich zu den Oberkategorien Effektivkosten, Geldanlage, Rentenfaktor, Flexibilität und Vertragsgestaltung sowie Bilanzkennzahlen zusammenfassen lassen. Für jede Detail- und auch Oberkategorie haben wir eine Schulnote zwischen 1 und 6 vergeben, aus der sich dann eine Gesamtnote für den getesteten Tarif ergibt. Falls du noch mehr Informationen rund um die Analysekriterien und auch wie sich die Benotung zusammensetzt benötigst, dann schau dir gerne noch einmal das Einführungsvideo zur Nettopolicen-Testreihe an, da haben wir alle Punkte im Detail erklärt. Solltest du noch einmal grundsätzliche Infos benötigen, wie die Nettopolice überhaupt funktioniert, findest du diese in unserem dazugehörigen Video oder in unserem ausführlichen Ratgeber. Den Link dafür findest du in der Videobeschreibung oder einfach bei Google nach Fragfina Nettopolice suchen. Das Angebot der Condor, was wir uns jetzt anschauen, wurde auf den folgenden Bedingungen berechnet. Der als Alter der Musterperson beträgt 30 Jahre. Die Vertragslaufzeit beträgt 37 Jahre. Start ist der 1.2.2024. Endalter ist 67 und es werden 100 Euro monatlich gespart. Schauen wir uns die erste Kategorie an, und zwar die Effektivkosten. Bei den Effektivkosten werden alle Kosten des Vertrags auf die gesamte Laufzeit umgelegt. Dies ermöglicht einen Kostenvergleich mit einer Anlage, beispielsweise direkt am Kapitalmarkt. Idealerweise sind die Effektivkosten so gering wie möglich. In diesem Vertrag betragen die Effektivkosten 0,38%. Die Kosten für die Geldanlage haben wir hier nicht berücksichtigt, also je nach Kosten der gewählten Geldanlage kommen diese noch zusätzlich on top dazu. Dies entspricht in der Kategorie Effektivkosten einer Einsatznote. Kommen wir als nächstes zur Kategorie Geldanlage. Hier haben wir uns drei Detailkategorien angeschaut, und zwar aus wie vielen Geldanlagen man grundsätzlich wählen kann, aus wie vielen ETFs man wählen kann und ob man in nachhaltige Anlagen, die der EU-Offenlegungsverordnung nach Artikel 9 entsprechend investieren kann. Das Ergebnis der Condor sieht dabei wie folgt aus. Man kann aktuell aus 169 verschiedenen Anlagen auswählen, was der Note 1 entspricht. Auch im Bereich der ETFs ist die Auswahl groß. Hier kann man aktuell aus 52 verschiedenen ETFs wählen, was ebenfalls der Note 1 entspricht. Und eine nachhaltige Anlage, die dem Artikel 9 entspricht, ist auch möglich. Somit ergibt sich in der Oberkategorie Geldanlage eine Note von 1. Kommen wir zur nächsten Kategorie, und zwar dem Rentenfaktor. Wir unterscheiden hier zwischen den Detailkategorien garantierter Rentenfaktor und aktueller Rentenfaktor und schauen uns an, ob auf die sogenannte Treuhänderklausel nach § 163 VVG verzichtet wird und somit eine spätere Anpassung des garantierten Rentenfaktors in jedem Fall ausgeschlossen ist. Der aktuelle Rentenfaktor beträgt bei der Condor 26,07 Euro, was einer Note von 1 entspricht. Der garantierte Rentenfaktor liegt bei 25,38 Euro, was auch der Note 1 entspricht. Und im Bedingungswerk wird nicht auf die Treuhänderklausel verzichtet. Somit ergibt sich in der Oberkategorie Rentenfaktor eine Note von 1. Wer noch einmal genau wissen will, was es mit dem Thema Rentenfaktor und vor allem dem garantierten Rentenfaktor auf sich hat, kann dies gern in unserem Einführungsvideo machen. In der nächsten Kategorie haben wir uns das Thema Flexibilität und Vertragsgestaltung, also die wichtigsten Optionen, wie man seinen Vertrag anpassen und gestalten kann, angeschaut. Starten wir mit dem Mindestbeitrag. Dieser entspricht bei der Condor 35 Euro, was der Note 2 entspricht. Des Weiteren haben wir uns angeschaut, ob man während der Vertragslaufzeit die gewählte Geldanlage kostenfrei verändern kann und wenn ja, wie oft das möglich ist. Bei der Condor kann man die Zusammensetzung der Geldanlage 12-mal im Jahr verändern, was der Note 1 entspricht. Dabei darf die Geldanlage auf bis zu 20 verschiedene Fonds verteilt werden. Darüber hinaus haben wir uns angeschaut, wie die Regelungen bei einer Auszahlung oder auch einer Zuzahlung während der Vertragslaufzeit sind. Der Mindestbetrag bei einer Auszahlung beträgt 1.000 Euro, was der Note 3 entspricht. Kosten fallen für eine Auszahlung keine an. Dies entspricht der Note 1. Bei einer Zuzahlung liegt der Mindestbeitrag bei 500 Euro, was einer 2 entspricht. Und hier fallen Kosten in Höhe von 0,5% an, was ebenfalls der Note 2 entspricht. Zwar nicht in der Benotung berücksichtigt, aber bei dem Thema Flexibilität natürlich auch wichtig, haben wir uns angeschaut, wie die Regelung ist, wenn man seinen laufenden Beitrag erhöhen möchte.
Eine Änderung des Beitrags ist in den allgemeinen Versicherungsbedingungen nicht geregelt. Hier wird lediglich darauf hingewiesen, dass man, wenn man seinen Beitrag erhöhen möchte, mit der Condor Kontakt aufnehmen soll. Darüber hinaus haben wir uns angeschaut, wann der spätmögliche Zeitpunkt zum Abruf der Rente ist. Bei der Condor liegt dieser bei 80, dies ergibt somit die Note 3. Die beiden letzten Kriterien in dieser Kategorie widmen sich der Frage, ob ein Ablaufmanagement und ein Rebalancing vereinbart werden kann. Es kann sowohl ein Ablaufmanagement als auch ein Rebalancing bei der Condor vereinbart werden. Dies ergibt in der Kategorie Flexibilität insgesamt eine Zwischennote von 2. Als letzten Punkt schauen wir uns die Kategorie Bilanzkennzahlen an. Wir starten mit dem Eigenkapital. Dies liegt bei der Condor bei 51,7 Millionen Euro, was der Note 3 entspricht. Des Weiteren schauen wir uns die Kapitalanlagen an, also wie viel Geld wird vom jeweiligen Anbieter im Rahmen des Versicherungsmantels investiert. Bei der Condor sind dies 4,234 Milliarden Euro, was der Note 3 entspricht. Als dritte Kennzahl haben wir die Nettoverzinsung über alle Anlagen der letzten 6 Jahre im Durchschnitt. Diese beträgt bei der Condor 3,27%, was ebenfalls der Note 3 entspricht. Und zu guter Letzt noch die Verwaltungskostenquote. Diese beträgt bei der Condor 2,4%, was auch der Note 3 entspricht. Und somit ergibt sich in der Kategorie Bilanzkennzahlen die Zwischennote von 3. Fassen wir die Ergebnisse noch einmal zusammen. Die Condor erzielt in der Kategorie Effektivkosten eine Note von 1, in der Kategorie Geldanlage ebenfalls eine Note von 1, in der Kategorie Rentenfaktor auch eine Note von 1, in der Kategorie Flexibilität und Vertragsgestaltung eine Note von 2 und in der Kategorie Bilanz eine Note von 3, was einer Gesamtnote von 1,6 entspricht. Den gesamten Test in Schriftform findest du auch noch einmal auf unserer Seite, der Link ist in der Beschreibung. Ich hoffe, dir hat das Review gefallen und du konntest einige wichtige Erkenntnisse für deinen Entscheidungsprozess mitnehmen. Wenn du weitere Informationen rund um das Thema Finanzen und Vermögensaufbau haben möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal und schau auf unserer Seite fragfina.de vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.